Ihr Lieben, ich bin Kevin von Runners Flow und heute beantworte ich die Frage, warum ist Laufen denn überhaupt so gesund? Warum solltest du es auch mal ausprobieren, wenn du es bisher nicht gemacht hast und welche Vorteile hat das Laufen überhaupt? Ich bin der Meinung, Laufen hat genau zwei entscheidende Vorteile. Vorteile kann der Rabe jetzt mal aufhören. Vorteil Nummer 1 ist der körperliche Aspekt. Also du trainierst deine Muskeln, deine Sehnen, deine Gelenke. Du verbrennst Kalorien, du hältst deinen Bewegungsapparat ja in Form, am Laufen. Und wir leben ja grundsätzlich in einer Gesellschaft, die zu ja, Bürohockern geworden ist. Schön 8 Stunden Bürostuhl. Naja, dass das nicht gesund ist, das muss ich euch nicht erzählen und das weiß jeder selber. Deswegen ist das Laufen auf der einen Seite eine wunderbare körperliche Ertüchtigung und sehr gut für den Körper. Zweiter Vorteil, und den finde ich immens wichtig und ich finde, der ist nicht unter den Tisch zu kehren, ist der mentale Aspekt. Also einfaches Beispiel, ich habe mir den ganzen Tag den Kopf über eine bestimmte Problematik, über ein bestimmtes Problem zerbrochen. Ich bin einfach nicht auf die Lösung gekommen. Und ich habe schon gedacht, boah, so ein Mist, ey, da kommst du nie irgendwie auf einen grünen Zweig und funktioniert alles nicht. Habe mir die Laufschuhe angezogen, bin laufen gegangen. Und erstmal war der Vorteil, ja, ich habe an das Problem überhaupt nicht mehr gedacht. Das heißt, es ist meine persönliche Off-Time, wo ich bzw. wo du nur etwas für dich tust und einfach mal den Kopf ausschaltest. Und um zurückzukommen zu dem Problem, was ich hatte, nach dem Laufen ist mir dann, ich glaube unter der Dusche war es dann oder so, ist mir die Lösung dann komplett spontan eingefallen, wo ich mal nicht dran gedacht habe. Also Laufen macht halt auch ganz viel mit dem Geist und ich finde, das ist immens wichtig und lässt dich auch zu einem ausgeglichenen Menschen werden. Also, das waren meine zwei Vorteile, warum Laufen und Joggen großartig ist. Kommentiere gerne hier drunter, warum du so gerne läufst, was du noch für Vorteile im Laufen siehst. Und da können wir uns darüber austauschen.